Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es das lang versprochene Q&A. Genau, in meinem letzten Video, in dem ich mich an euch gewendet habe, das war die Osteransage, habe ich ja ein Q&A versprochen. Ihr konntet da Fragen stellen und genau die werde ich heute beantworten. Bedeutet, ich gehe jetzt Schritt für Schritt eure Fragen durch, schaue mir, was da so eingetrudelt ist an Fragen. Habe auch schon jede Menge Fragen im Voraus so überflogen und entsprechend geliked und kommentiert. Allerdings eben immer nur mit dem Kommentar, danke für deinen Kommentar oder danke für deine Frage. Und natürlich dann nicht im Kommentar direkt beantwortet, denn dafür ist ja dieses Video da. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich direkt los. Wir kommen zur ersten Frage bzw. zum ersten Kommentar. Ich blende euch natürlich auch immer die Kommentare hier unten ein, damit ihr da mitlesen könnt. Also erster Kommentar von John F. Kennedy. Ein wahrer Ehrenmann liked das Video noch bevor er es angesehen hat. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist absolut die Wahrheit seit Tag 1. Paul testet Getränke. Welche Rapper hast du schon getroffen? Okay, welche Rapper habe ich schon getroffen? Also ich glaube, es geht jetzt um wirklich persönlich, mit denen ich zu tun hatte und nicht einfach nur irgendwie in Kontakt oder andere Sachen war. Also wirklich persönlich getroffen, zum Beispiel Konzert oder so und dann auch, also Konzert meine ich jetzt nicht nur Konzert besucht, sondern dass man danach vielleicht noch irgendwie beisammen gestanden hat und miteinander reden konnte und so weiter. Waren tatsächlich echt nur ein paar. Also das war zum einen Kollege. Und das war im Rahmen seiner Boss-Aura-Tour, damals in Wien, Szene Wien, Boss-Aura-Tour. So, ein Kollege. Direkt am nächsten Tag sogar damals, nach diesem Szene Wien-Konzert von Kollege, war das Konzert von Schnelles Geld. Also das war damals Silla, Motrip und Joker. Die drei Herrschaften, die waren dort auch dabei. War recht spannend, weil die hatten ja auch damals so ein bisschen Beef. Ich glaube, Kollege so mit Agro Berlin und generell so Berlin war nicht so ganz so kollegefreundlich, nennen wir es mal so. Da gab es dann auch die ein oder andere Stichelei während des Konzerts. Und mit den dreien habe ich geredet, wobei man sagen muss, Silla nicht, weil Motrip und Joker waren draußen, haben noch Fotos gegeben, Interviews, haben mit uns gequatscht. Silla, was war mit dem? Ich glaube, der stand am Anfang da, da waren wir aber noch irgendwie im Hof und anderweitig beschäftigt. Und als wir dann dazugekommen sind, waren noch Motrip und Joker dabei. Und Silla war, ich glaube, dann irgendwo in der Garderobe, hinter den Kulissen, Interview geben, was auch immer. Also das Ende vom Lied, er ist den ganzen Abend dann nicht mehr aufgetaucht. Bedeutet mit ihm nichts, sondern wirklich nur mit Motrip und Joker. Und dann war noch ein DJ natürlich dabei. Bei den Jungs, und zwar, das war damals, ich glaube, Hugo Bass, DJ Hugo Bass. Kennt vielleicht die einen oder anderen, der war da auch dabei. Ansonsten waren es echt nicht viele. Also ich war auf diversen Konzerten, aber das waren dann meistens so große Konzerte, wo man nicht wirklich Kontakt hatte mit den Künstlern, wo es kein Gespräch oder keine Möglichkeit gab, wirklich mit dem in Kontakt zu treten. Ja, ich glaube, das war's. Ansonsten Nazar, den sehe ich ab und zu, also was heißt ab und zu, den bin ich 5-6 Mal in meinem Leben über den Weg gelaufen, liegt einfach daran, dass er auch hier in Wien, in derselben Stadt wie ich, wohnt und wir hin und wieder so dieselben, ja, lokale Shisha-Bars, Örtlichkeiten frequentiert haben und da hat man sich hin und wieder gesehen oder beim Shoppen irgendwo, aber da war jetzt auch wenig bis gar nichts da, also da habe ich vielleicht mal kurz Blickkontakt mit ihm hergestellt, aber von wirklich Kontakt oder von wirklich Treffen kann man da jetzt nicht reden. Also es ist echt nur eine Handvoll. Ja, aber wird sich auf jeden Fall noch ändern in der Zukunft. Davon gehe ich aus. Gut, ich hoffe, Paul, das beantwortet deine Frage. Dann kommen wir zum nächsten Kommentar. King. Zuallererst einmal Respekt. Denke nur, die wenigsten können sich ansatzweise vorstellen, was du mit deinem Kanal in deinem ganzen... Und, nein... Was du mit deinem Kanal in dem Ganzen, ich hätte und gehört, mit deinem Kanal und dem Ganzen drumherum leistest, was das an Geld und Zeit kostet, will ich mir echt nicht vorstellen. Wie kann man dich am besten unterstützen? Viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen Dank erstmal für das ganze Lob und dein Feedback. Ja, kostet eine Menge. Also finanziell, das wollen viele nicht wahrhaben, weil sie immer denken, YouTube ist irgendwie so die Lizenz zum Gelddrucken. Ja, ab einem gewissen Level stimmt das, wenn man dann eine gewisse Reichweite, Größe erreicht hat, dass man Sponsorings, Verträge, Product Placements und was auch immer hat, dann mag das alles zutreffen, ist bei mir leider, leider noch nicht der Fall. Bedeutet, YouTube ist reine, wie soll man sagen, Ausgabeposten. Das Geld, was dabei rumkommt, deckt die Kosten nicht, noch lange nicht. Ich habe aber nach wie vor die Hoffnung, dass sich das in den nächsten Monaten im Laufe dieses Jahres noch ändert. Und wie kann man mich am besten unterstützen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen natürlich, ihr wisst selber, Support auf dem Kanal ist mir eine Riesenhilfe. Bedeutet, jeder, der mein Video schaut, jeder, der mein Video kommentiert oder liked, teilt, auf Social Media irgendwie verbreitet, was auch immer. Also egal wie, in welcher Weise auch immer mit diesem Video interagiert. Das alles hilft enorm. Das nächste ist natürlich, ich packe euch die Links in die Videos. Also wenn ihr mal in meine Videobeschreibung schaut, ich glaube, das wissen ja die meisten, dann habe ich oben immer die Links, je nachdem, was ich halt vorstelle, zu Box, zu CD, zu Vinyl, egal was. Und diese Links, die obersten Links, das sind sogenannte Affiliate-Links. Bedeutet, wenn ihr auf diese Links draufklickt und ihr kommt dann zum Beispiel zu Amazon, dann registriert die Website, okay, du kommst von, in diesem Fall, Unbox Kings. Und wenn dann in einem Zeitfenster, ich glaube, es ist 24 oder 48 Stunden, ich glaube 24 Stunden, wenn in diesem Zeitfenster von diesen 24 Stunden dann ein Verkauf zustande kommt, man muss aber auch sagen, in diesem Zeitraum darf kein anderer Affiliate-Link aktiviert werden. Also wenn 24 Stunden mein Link quasi aktiv ist und ihr nicht andere Links in dieser Zwischenzeit, Affiliate-Links, anklickt, dann wird mir eine Provision gestattet. Also dann sagt quasi Amazon, okay, da kam es ein Verkauf zustande durch den Link von Unbox Kings und deswegen wird das vergütet. Wie viel ist das? Das kann man immer schwer sagen, weil es gibt pro Produkt verschiedene Provisionsstufen und je nach Kategorie hast du dann eben eine andere Vergütung. Also es gibt Sachen, keine Ahnung, Kleidung oder Schuhe ist meistens recht attraktiv, da hast du bis zu 10%. Stelle ich halt auf meinem Kanal gar nichts vor in die Richtung. Also Schuhe und Kleidung wird bei mir wenig bis gar nicht verkauft. Und Boxen haben meines Wissens 5%, also ein Zwanzigstel. Bedeutet, du kaufst eine Box für, sagen wir, 60 Euro, dann würde ich mit 3 Euro vergütet werden. Was aber ganz wichtig ist an dieser Vergütung, die bekomme ich nicht von euch, sondern die bezahlt mir, in diesem Fall Amazon, aber ihr bezahlt deswegen nicht mehr. Ihr bezahlt trotzdem den regulären Preis, was auch immer, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, 60 Euro. Und von diesen 60 Euro geht nichts an mich, sondern das zahlt ihr eh schon regulär. Aber Amazon hat einen eigenen quasi Geldpool, wo sie sagen, okay, Vermittlungsprovision an Unbox Kings, in diesem Fall diese 5%, 3 Euro. Also der Verkaufspreis oder der Endpreis für den Konsumenten, für euch, für den Käufer, ist immer der gleiche. Ob ihr jetzt über meinen Link einkauft oder ganz regulär oder über einen anderen Link. Ja, also das ist, glaube ich, echt das Krasseste, was man tun kann. Wenn man über meine Links einkauft, würde mich natürlich sehr freuen. Dann bekomme ich dann eine Provision. Ansonsten, ich habe auch noch so einen PayPal-Spendlink, aber das ist mir immer ein bisschen unangenehm. Ich meine, der ist in der Videobeschreibung, aber ganz ehrlich, den solltet ihr bitte nicht verwenden. Also ich glaube, das Einfachste ist echt, wenn ihr sowieso was kaufen würdet, wenn ihr über meinen Link was kauft, dann bekomme ich die Provision. Ihr müsst nichts extra bezahlen und ich muss nicht irgendwie bei euch um Geld betteln oder sowas. Das Geld kommt dann nicht direkt von euch, sondern eben von Amazon. Und ja, das hilft mir echt enorm. So, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. War ja doch recht ausführlich. Wir kommen zum nächsten Kommentar und zwar Mario Walser schreibt: Geile Optik im Hintergrund. Endlich mal wieder ein Video, wo du Fragen beantwortest. Sehr gut. Das mit den Diskografien muss noch wachsen. Wir sind da. Unbox Kings International wird auch noch wachsen. Alle rüber zu Unbox Kings International und unterstützt den Kanal. Fragen kommen noch, bester Mann. Ja, Mario, auch wenn jetzt nicht wirklich eine Frage dabei war, ich danke dir auf jeden Fall für dein nettes Feedback, für deine ganzen Lobesworte. Danke auf jeden Fall für deinen treuen Support. Du bist auf jeden Fall einer der
treuesten und der Supporter, die am meisten unterstützen. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und ja, du hast scheinbar noch einen Kommentar geschrieben. Freue ich mich auf deine Fragen. Und ja, alle rüber zu Unbox Kings International. Nächster Kommentar, nächste Frage von Daniel Krüger. Sehr nice auf jeden Fall. Finde ich immer gut, so ein Q&A. Da mache ich doch direkt mal mit. Wonach suchst du dir deine Boxen aus? Nach Inhalt, nach Interpret, nach Genre oder ist es dir egal, weil du alle Boxen haben möchtest, die rauskommen? Grüße und bleib gesund, mein Lieber. Ja, das waren jetzt auch wieder mehrere Fragen auf einmal. Der Reihe nach. Wonach suchst du dir deine Boxen aus? Also, ganz am Anfang, ich sage mal so, bevor es Unbox Kings gegeben hat, habe ich natürlich nur die Boxen gekauft, und das waren recht wenige, wirklich von Künstlern, die ich echt gefeiert habe. Und wo ich auch mit den Boxen halt zufrieden war, dass ich mir dachte, jawohl, das muss ich haben, das Shirt oder den Inhalt feiere ich, deswegen gebe ich das Geld aus. Das hat sich natürlich stark gewandelt mit dem Start von Unbox Kings, weil ab diesem Zeitpunkt hatte ich den Anspruch, ein Riesenportfolio auf einem Kanal aufzubauen. Bedeutet, ich habe natürlich auch sehr viele Boxen bestellt, sehr viele Boxen organisiert, die ich jetzt so persönlich, rein aus persönlichem Geschmack gar nicht gekauft hätte. Aber ich eben einfach in diesem Community-Gedanken war und mir gedacht habe, okay, es gibt, selbst wenn es nicht meine Musik ist oder wenn der Interpret nicht ganz mein Fall ist, aber es gibt bestimmt Leute da draußen, die das gern hätten oder die interessiert, was in der Box ist. Oder die die Band halt einfach feiern. Und so ging das dann. Am Anfang sehr, sehr, sehr stark der Fokus auf Deutschrap. Ist nach wie vor so. Aber es ging dann auch mit der Zeit los, dass mich das Thema Rock, insbesondere Deutschrock, sehr gefesselt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Jahren noch wenig bis gar nichts mit Rock angefangen. Das kam jetzt echt so in den letzten ein, zwei Jahren. Man muss auch sagen, dass Mario da eine Riesenrolle gespielt hat. Der hat mir diese Rock, speziell diese Deutsch-Rock-Welt sehr erschlossen. Und seitdem lässt mich nicht mehr los. Also speziell dieses Thema Rock, insbesondere Deutschrock, ist mittlerweile auf meiner persönlichen Liste an Musik oder generell, wie ich Musik konsumiere. Neben Deutschrap ganz klar die Nummer 2, phasenweise sogar die Nummer 1. Also ich feiere Deutschrock extrem und habe auch zu den Künstlern oder zu den Bands irgendwie einen, ja, sagen wir mal, besseren Bezug als zu den meisten Rappern im Bereich Deutschrap, weil ich das Gefühl habe, die sind irgendwie, wie soll man das sagen, dankbarer oder die supporten mehr. Also es ist echt so, von den Hunderten, knapp 1000 Videos mittlerweile, die ich gemacht habe, allein im Bereich Deutschrap, Unboxen, an Vinyls, an Bundles, die ich ausgepackt habe, das können sich viele nicht vorstellen, aber es kommt wenig bis gar nichts zurück. Also es ist in einem Bruchteil, also wir bewegen uns da echt von wahrscheinlich unter 10%, dass überhaupt mal irgendwas zurückkommt. Sei es jetzt, dass jemand auf Instagram die Story liked, in seltenen Fällen vielleicht mal die Story teilt oder einen Kommentar auf YouTube hinterlässt oder mir privat schreibt, das ist unter 10%. Also nicht mal jeder zehnte Rapper gibt da in irgendeiner Weise Feedback. Und selbst wenn es nur irgendwie ein gefällt mir ist oder ein Herz auf die Story, scheißegal was. Also was das angeht, bin ich schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen traurig, aber ich hätte doch mehr erwartet. Und genau das ist eben im Bereich Rock, insbesondere Deutschrock, der Fall. Da ist die Antwortquote und die Supportquote bei 50%, wenn nicht höher. Also es ist echt so, wenn ich ein Release im Bereich Deutschrock vorstelle, und das sind nicht nur aktuelle, das kann sein, das Release liegt 2 Jahre in der Vergangenheit, und auch wenn ich damit nur viel weniger Aufrufe mache als auf die Deutschrap-Videos, weil Rock doch aktuell auf YouTube zumindest nicht so krass geklickt wird, merke ich auch bei meinen Unboxings natürlich. Aber selbst wenn das Video jetzt nur 200-300 Views bekommt, merke ich einfach die Dankbarkeit dieser Bands viel, 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 viel stärker. Also es ist echt so, dass sie dann schreiben, krass, danke für das Unboxing, danke für deinen Support, die teilen die Story, die teilen meinen Beitrag auf Facebook, die sharen irgendwie meine Seite und schreiben ihrer Community, dass da ein geiles Unboxing ist und verlinken mein Video und schreiben mir noch private Nachrichten und, und. Also ich bin echt mit vielen privat in Kontakt, sowohl mit Labels als auch mit eigenen Bands, mit Künstlern. Und das kann man sich echt nur wünschen. Also das ist echt so das Krasseste für mich. Einerseits natürlich das mit der Community, mit euch, das Feedback, das ich von euch habe.
Aber das von euch, das ist ja schon immer da. Also da gibt es für mich nichts zu meckern. Das ist seit Tag 1 da, dieser Austausch und die Kommentare und diese Liebe in den Kommentaren. Und auch wenn man sich meine Videos anschaut, so von der Daumen nach oben, Daumen runter Aufteilung, das ist echt enorm. Also ich habe echt wenig bis gar keine Daumen runter auf meinen Videos. Es gibt selten, so gut wie nie, irgendwelche Hater oder irgendwelche negativen Kommentare. Also was das betrifft, nur Liebe in meiner Community, darauf bin ich echt stolz. Aber wie gesagt, die Künstler, insbesondere im Bereich Deutschrap, sind da echt sehr, sehr wenig am Start oder unterstützen mich wenig bis kaum. Und ja, alleine das ist dann schon ein Grund für mich gewesen, mich in anderen Genres ein bisschen zu vertiefen. Und im Bereich Deutschrock kann ich das echt nur betonen. Da ist der Support, da ist die Unterstützung, die sind echt massiv da. Und das freut mich von Tag zu Tag mehr. Und die nächste Frage war noch, nach Inhalt, nach Interpret, nach Genre, ist es dir egal, weil du alle Boxen haben möchtest, die rauskommen? Ja, mittlerweile ist es echt so. Ich stelle so gut wie alle Boxen vor, quer durch alle Genres. Ich muss sagen, ein Genre, das ich aktuell nicht so bediene und auch in der Zukunft eher nicht zu bedienen wäre, das ist zum Beispiel Schlager. Ja, liegt mir einfach nicht so, weder die Interpreten noch die Mucke an sich. Wenn ihr sowas wollt, also wenn ihr irgendwie auf Schlager-Unboxings und Schlagerboxen steht, dann kann ich euch nur empfehlen, dann schaut mal bei einem Kollegen oder Mitbewerber von mir rein, und zwar bei Jo Matze. Der macht das regelmäßig. Also der stellt sehr viele Schlager- und so Volksmusikboxen vor, und da werdet ihr in dem Genre auf jeden Fall auch fündig. Gut, wir sind jetzt bei 17 Minuten schon fast, deswegen werde ich noch vielleicht ein, zwei Kommentare durchgehen und dann machen wir hier mal einen Stopp. Also so Part 1, Rest kommt dann in den nächsten Videos. Nächster Kommentar von Margos420, Osteransage Agro Nummer 1. Ja, genau so ist es. Die Osteransage Nummer 1, die Agro-Ansage. Moment, ich glaube, wo haben wir sie? Hier da. Ich habe sie sogar griffbereit. Das ist sie, die Agro-Ansage Nummer 1. Ja, also die Osteransage. Ich hoffe, es war nicht ganz so agro, aber ich verstehe natürlich, was du meinst, beziehungsweise um was es dir geht. Osteransage Agro Nummer 1 wird hier nicht die letzte geblieben sein. Dann haben wir einen Kommentar von Aurora Borealis. Fährst du zum Fußball? Du trägst Stone Island. Ja, das tue ich. Und hast bei Vega die CP-Jacke als Casual bezeichnet. Ja, das ist so. Das habe ich getan. Kann ich mich erinnern, das war bei der Vega Box. Wie hieß nochmal das Album? Locke. Bei der Locke Box, die war das. Da hatte Vega so eine Jacke an. Feiere ich extrem die Marke, sowohl Stone Island als auch CP. Da gibt es ja auch diese Goggle, die Goggle-Jacken. Da werde ich mir demnächst so eine schwarze holen. Finde ich sehr geil, die Jacken. Und um auf die Frage zurückzukommen mit Fußball, in der Vergangenheit ja. Also ich war einige Zeit lang da wirklich aktiv dabei, sowohl bei Heim- als auch bei diversen Auswärtsfahrten, national, international, aber auch bei Länderspielen. Aber muss sagen, dass es auch mittlerweile hinter mir liegt. Also ich bin nach wie vor sehr Fußball interessiert. Was Champions League betrifft, was internationale Ligen betrifft, was natürlich meine Liga hier in Österreich betrifft, alles immer am Schirm und ich schaue auch regelmäßig Spiele. Aber dass ich jetzt wirklich ins Stadion gehe, ist mittlerweile nicht mehr so der Fall. Wenn, dann vielleicht, wenn wir wieder international spielen oder hin und wieder vielleicht ein Länderspiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Auswärtsfahrt oder jedes Heimspiel dabei bin. Ich habe auch keine Abos mehr, keine Dauerkarte. Deswegen ja. Ich habe viele Freunde, die das nach wie vor machen, auch sehr intensiv zelebrieren, sagen wir es mal so. Aber ja, ist nicht mehr ganz so mein Fall. Deswegen nicht mehr so der regelmäßige Stadionbesucher. So, eine letzte Frage würde ich sagen, machen wir noch. Und zwar, was haben wir hier noch? Genau, hier, Otti fürs FAQ. Wie bist du auf die Idee zum Unboxing gekommen oder wie ist dein Weg dahin gekommen? Okay. Das beantworte ich ganz schnell. Und zwar, es gab schon diverse Leute, die das gemacht haben. Ich habe natürlich von diesem Unboxing-Phänomen mitbekommen auf YouTube.
Allerdings war ich damit nicht so ganz zufrieden und dachte mir, das kannst du vielleicht besser machen oder das und das würde ich mir anders wünschen. Das war dann mein Antrieb ursprünglich. Dann habe ich den Kanal gestartet und ja, so ging dann eins zum anderen. Dann habe ich immer mehr hochgeladen, mehr gekauft, mehr hochgestellt, andere Genres für mich entdeckt und so weiter. Also ja, der Grundantrieb war einfach, ich war mit dem, was zum damaligen Zeitpunkt vorhanden war, nicht zufrieden. Gut, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Nächstes Video kommt die Tage. Das ist jetzt mal Teil 1. Teil 2, 3, 4, wie viel auch immer es geben wird, die werde ich alle so ungefähr um die 20 Minuten machen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao.